So Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword mit dem 35. Part heute. Vogelstatue, die sieht sehr schön aus von hinten. Beim letzten Mal haben wir wunderschönes Zeug gemacht, haben den Baum erklommen, haben die wunderschöne erste Seilenprüfung gemacht. Wie gesagt, viele hassen sie, ich mag sie. Sachen gibt's, wir sind wieder am Baum oben. Das habe ich ja bereits announced im letzten Part, so voll krass, ey. Ich habe es nicht angekündigt, ich habe es announced. Das klingt jetzt gleich schon viel, qualifizierter für das, was ich jetzt tun werde. Und zwar einen Bernsteinhalbmond einsammeln. Ich meine, dafür muss man richtig qualifiziert sein. Ich meine, das kann nicht jeder. Also so hinlaufen, aufheben, einsacken. Ich meine, das Ding schwebt sogar, wenn man genau hinschaut. Tschüss. Ich will, dass ihr das droppt, aber am besten nicht auf den Boden. Hallo. Bist du mir gerade durch den Beinen durchgeflogen? Okay, wenn du meint, dann fliegt mir zwischen den Beinen durch. Feiert wieder was zu sagen. Hallo. Gebiete, hörst du das auch? Nein, ich bin taub. Dankeschön für diese unglaubliche Information. Da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen, dass ich... Oh, das Geld. da ist ein Geräusch. Hm, da ist Geld. Geld ist wichtiger. Hm. Wenn ich bitten dürfte? Dankeschön. So. Komm. Dich krieg ich. Sind jetzt echt einmal um den Baum gerannt? Okay. Warum auch nicht? So, also jetzt hoch da. Diesmal kein Geld, das mich ablenkt. Mann, dabei ist Geld doch so toll. Wenn ihr was klacken hört, das ist mein Wiimote, ich wie blöd schüttel, weil ich da hoch möchte. Hallo, du komisches Geräusch, wo kommst du her? Oh mein Gott, es ist ein Boss, weil so bewegt sich Link auch immer, wenn er einen Bossraum betritt. Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht. Naja, eigentlich geht's nur noch weiter. Okay, ich sag nichts. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht bisher unbekannte Gebiete entdecken. Wie wär's mit dem Wasser da hinten? Ich meine ja nur. Hallo, du. Gebieter, dort oben. Danke für den Hinweis. Das ist ein bisher unbekannter Q. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Der schnarcht aber seltsam. Ich glaube, ich sollte mir Sorgen machen, dass er verreckt währenddessen. Hallo, du. Kann ich dich? Darf ich dich abballern? Das geht. Das war nicht ganz getroffen. Hallo. Wer stört mich? Oh, ein Mensch. Sieht man hier aber nicht alle Tage. Ich bin ein Einsiedler vom Volke der Q und wache über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es bisher geschafft hast, aber du kannst mich denn auch sehen? Aber du kannst mich denn auch sehen? Ja. Ja. Du bist nicht unsichtbar. Und dass er wohl selbst die anderen Q mich nicht sehen können. Aber sag, was will ein Mensch wie du eigentlich hier? Oh, ich hab hier einen Ausflug gemacht. Wie ich bereits sagte, wache ich von hier aus über den Wald. Ich sehe alles. Daher weiß ich auch, dass du die Flamme für dein Schwert suchst. Warum fragst du eigentlich überhaupt, wenn du sowieso schon weißt? Genius. Versprichst du mir, dass du niemandem verrätst, was ich dir erzähle? Oh, von mir aus. Dann verrate ich dir jetzt was, sonst niemand weiß. Sonst kommt niemand, genau. Ich kann lesen. Sicherlich, ich hab's nur nicht auf schwarz, nur nicht schwarz auf weiß. Also ich kann es mir aufschreiben, dann hab ich schwarz auf weiß. Ha! Die Flamme, die du suchst, man nennt sie Verrores Flamme. Verrores Flamme. Ich sehe einen Zusammenhang. Diese Flamme, ihre Geschichte beginnt zu jener Zeit, als da die Göttin noch unter uns wandelte. Das heißt, sie könnte gehen. Und, ja, jetzt wollte ich einen schlechten Witz bringen, der nicht sehr nett gewesen wäre, deswegen lasse ich es einfach mal. Sie vertraute die Flamme den Wasserdrachen an, der hier im Wald von Throne lebt. Aha. Ich nehme mir Kippfolio um, das ist natürlich sehr elegant. Das heißt, die Göttin hätte sie für den, der vom Himmel kommt, in der Obhut des Wasserdrachen zurückgelassen. Ah, das klingt doch interessant. Und ich habe so das Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du sollst dem Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Sag doch, Wasser. Mir hört ja keiner zu. Der Wasserdrache, der die Flamme hütet, haust im großen See im Süden des Waldes. Das Tor zum See ist allerdings verschlossen, um Unwürdige fernzuhalten. Aber ich erkläre dir, wie du es öffnen kannst. Danke. Auf dem Tor ist ein Symbol. Du musst es mit der Kraft der Göttin erfüllen. Okay. Jedoch fehlt ein Teil des Symbols. Du musst es also vervollständigen. Um herauszufinden, wie der fehlende Teil aussieht, musst du dieses Symbol hier irgendwo im Wald finden. Aha. Danke. Das Gegenstück des Symbols im Süden findet sich im Norden. Sieh dich an dem Ort um, den ich auf deiner Karte mit X markiert habe. Ich weiß, wo Norden ist. Das ist nicht Norden. Aber ich markiere es mir trotzdem mal. Wobei ich nicht weiß, was es ist. Was ist? Hast du dir gemerkt, was du im Symbol findest? Ja. Bin ich 5 oder was? Na dann, gute Reise.
Warte! Kannst du dich mal entscheiden? Du siehst irgendwie verdorrt aus. Das habe ich doch ganz vergessen. Der Wasserdrache ist sehr stolz und legt Wert auf gute Manieren, also achte auf dein Benehmen. Wenn er schlecht gelaunt ist, sagen wir es so. Gerade dann hat er Besuch zum Fressen gern. Ach, das ist aber sehr gnädig von ihm. Vergiss nicht, du darfst niemandem erzählen, dass ich dir von Verrucks Flamme erzählt habe. Ich bin zu jung, um gefressen zu werden. Du siehst aus wie ein alter Knacker, aber in Ordnung. Und achte auf deine Manieren. Ich gehe wieder schlafen. Oh Gott, das heißt, er schnarcht wieder vor sich hin. Schnorcht. Moment, wo bin ich denn jetzt hier? So, geografisch gesehen. Ich werde das Haus finden, würde ich sagen. Okay. Kurze Anmerkung, hier wollte ich nicht hin. Aber jetzt bin ich schon mal hier, also warum nicht? Kurze Orientierungsversuch hier. Wow. Ich wollte eigentlich nur wissen, wo ich bin. Ich wollte nicht hinsprengen, aber in Ordnung. Gut. Wo bin ich? Sowieso eine der cleversten Fragen überhaupt. Wo bin ich? Hier! Nein! Sag bloß. Oh, neue Moblins zum Klopfen. Ja, zum Klatschen. So, ich klatsch dich mal. Das hat fast schon gut funktioniert. So, weg. Ich habe außerdem ein bisschen gefarmt offscreen. Wollte ich gerade mal anmerken. Fällt mir gerade so ein, als ich sie gesehen habe. Ist jetzt wieder ewig her, dass ich aufgenommen habe, aber kennt man ja. Vogel, ich krieg dich. Vogel, komm her. Ich werde dich kriegen. Habe ich gerade erwischt oder nicht? Ich glaube nicht. Verdammt, ich habe auch voll daneben gehauen. Das ist der einzige Moment, wo ich nicht mit dieser Steuerung klarkomme, wenn ich die Vögel fangen muss. Aber ich kann es euch kurz zeigen. Wir haben ein bisschen gefarmt. So, hier. Da haben wir jetzt nochmal vier... Würdest du bitte gerade das ist hier? Dankeschön. Vier Schmuckschädel, glaube ich, habe noch einen gefunden. Oder zwei. Ich weiß nicht, wie viele wir im letzten Part hatten. Und ich habe noch ein paar Federn geholt und noch eine blaue Feder und noch eine Bienenbarbe. Wollte ich nur mal gesagt haben. Nicht, dass ihr euch wundert, hey, wo hat der voll die Materialien her, ey? Voll der Cheater. Tschüss. Ich meine, ich mache vieles, aber nicht cheaten. Zumindest nicht mehr. Früher habe ich bei Pokémon immer gerne mal gecheatet, aber das ist Vergangenheit. Und mittlerweile bin ich nicht so ein großer, nicht sonderlich ein Freund, nicht, denn nochmal, bin ich kein sonderlicher Freund des Cheatens. Denn Cheaten ist für mich persönlich etwas total langweilig. Wenn du cheatest, kannst du auch genauso gut gleich gar nicht spielen, weil es einfach unfair und langweilig ist. Ich meine, du spielst ja, weil du da Spaß damit hast. Das war fast gut. Und nicht, weil du jetzt meinst, ey, lass mich in Ruhe. Kate. Und nicht, weil du meinst, ich muss jetzt hier mir alles Mögliche leicht machen. Das ist ja der Sinn eines Spiels, etwas herausfordernd zu sein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich denke mal, die meisten verstehen es. Es gibt sicherlich noch Leute, die meinen, ah, oh, Cheaten ist toll und so. Wenn es schmeckt. Also, wenn es gefällt. Das war jetzt ein Zitat und deswegen war es nicht so ganz passend, wie man denken könnte, aber in Ordnung. Oh, 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 Dekonuts. So, hallo, Moblin. Kannst du mir eigentlich auch einen Schmuckschädel droppen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Komm her. So. So, weggehen, weggehen, weggehen. Solange er das Schild hat, kann ich den ganz einfach besiegen. Den Schild, nicht das Schild. Das Schild war wieder das Straßenschild. Das war wieder was anderes. Wobei ich heute in unserer Englischklasse echt überlegt habe, was heißt eigentlich Straßenschild auf Englisch? Das normale Schild war ja Shield. Das Straßenschild? Sign. Kam ich dann, oder sei nicht Zeichen, also ich war mir nicht ganz sicher. So ein Wörterbuch hilft dann meistens schon. Ich bin ja ganz froh darum, dass wir es überhaupt benutzen dürfen in gewissen Englischklausuren. Hallo. So. 799, ja komm, gib mir einen Rubin und am besten Schmuckschädel dazu. Und schon bin ich glücklich. Zack, 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 tschüss. Ich finde es immer noch sehr frustrierend, dass er uns keinen Rubin gegeben hat. Und ich finde sehr frustrierend, warte, wo war jetzt außerdem mein Zeichen? Sieht man das von hier aus? Immer noch sehr frustrierend, dass der Fallschaden, die Bockblins bei, ja, das ist das Symbol, sehr schön, bei dieser Höhe leiden, mehr Schaden ist, als das, was wir mit unserem Schwert austeilen. Das ist irgendwie bitter. Ich meine, so ein Schwert, ach, okay, wir sehen uns dieses Zeichen. Danke, Fei. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies das Symbol ist, von der die Einsiedler sprach, beträgt 80%. Ich schlage vor, dass du dir dieses Symbol gut einträgst. Alles klar. Frage, was ist es für den anderen 20%? Ich meine, wenn du sagst 80%, musst du ja eine Vermutung haben, was die anderen 20% sind. Und ich habe keine Ahnung, was die sein könnten. Das meine ich jetzt ernst. Ich meine, da war jetzt kein anderes Symbol, aber in Ordnung. Wir können auch ein Blümchen draufmalen, vielleicht hilft das ja auch. So, gut. Das meine ich außerdem mit dem anderen Symbol. Da kann man nämlich noch was anderes nachher mitmachen, aber das sehen wir dann noch. Im nächsten Gebiet müsste es eigentlich schon wieder sein, also vor dem nächsten Dungeon.
Denn wie wir wissen, wenn... Nerv nicht. Nein, kst. Nein, kst. Aus. Aus. Mach seitlich auf. Dankeschön. Wer mich trollt. Tschüss. Ach Gott, diese Pflanzen immer. Immer diese Pflanzen, einen immer wieder verarschen zu müssen. Es geht doch nicht. So kann ich doch nicht arbeiten, Mensch. Hallo Fledermäuse. Zack. Wow. Das Lag. Das Lag war viel zu viele Gegner auf einmal. Wow. Respekt dafür. Oh, ein Rubin wollte ich mitnehmen. Juhu. So, dich habe ich gesehen. Du stirbst jetzt eines Todes. Qualvoll am besten. So. Wie voll durch den Hals. Gut so. Wie voll durch den Hals gestochen haben. Ich meine, das sah voll gesund aus. Oh, ich habe diesmal die Staubuhr wirklich perfekt positioniert. Solange sie nicht umfällt, ist alles gut. Vielleicht sollte ich meinen 3D erst noch. Na, komm. Komm her. Tschüss. Vielleicht sollte ich meinen 3DS minimal weiter nach hinten schieben. Ich will den Rubin nicht, dann habe ich nämlich 805. Wer will schon 805 haben, wenn er 800 haben kann? Hehe. Nerv nicht. So. Wunderbar. So. ich habe nichts gemacht. Ich habe nur gerade ganz fix was verschoben. Boah, Gott, wo kommt ihr denn her? Die war doch letztes Mal noch nicht da. Aber in Ordnung, jetzt sind sie weg. Nee, ich muss nur, ich habe meine 3DS-Hülle jetzt passend so aufgestellt, dass sie quasi als Lehne für meine Stoppuhr spielt. Dass sie als Lehne für meine Stoppuhr spielt. Ich kann Deutsch. Ich nehme auch die blaue Vogelfee, das ist mir egal. Komm her. Ich nehme auch beide. Das wäre cool. Habe ich jetzt beide oder nur eine? Ich habe nur eine. Okay, schade. Wäre cool gewesen. Nee, weil ich hatte das Gefühl, meine Stoppuhr fällt gleich runter. Also meine Stoppuhr, aka mein iPod in dem Fall. Und nein, ich bin kein Apple-Fanatiker, so wie gewisse andere Leute. Damit möchte ich jetzt keinen ansprechen. Nein, jetzt haben wir auch noch 5 Rubine. So, ich glaube, sagt sie uns eigentlich was? Gebiete mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% befindet 80%. So, kurze Frage. Wo befinden sich die anderen 20%? Das kann doch nicht sein. Wie auch immer, befindet sich hinter diesem Tor eine Flamme? Theoretisch kannst du eine Kerze anzünden, dann ist auch eine Flamme, aber so weit möchten wir jetzt gar nicht denken. Wir wollen Feier nicht verwirren. Die Kraft der Göttin, von der dir der Q-Einsiedler erzählt hat, ist wohl der Himmelsstrahl. Er vervollständigt das Siegel. Ich empfehle, den Himmelsstrahl zusammen vor dem Tor, zu sammeln. Und vor dem Tor das Muster zu zeichnen. So, jetzt, heute geht's wieder mit dem Lesen. Ja, besser als man denken könnte. So, komm. It's shining. Hallo. So, und wir wollen da einen Punkt reinmalen. Und das mussten wir uns voll einbringen, weil es ja überhaupt nicht das Symbol des Mutes ist. Weil Farore, Göttin des Mutes, da war ja was. Geht das jetzt? Nö. Soll ich einfach nur einen Kreis malen oder soll ich das ausmalen? Ich weiß es schon nicht mehr. Dann male ich einfach mal einen Kreis. Okay, mach mal. Blops. Das ist kein Kreis. Das ist auch kein Oval, das ist eine Kartoffel. Also, eine 2D-Kartoffel. Kann man die essen? Kann man 2D-Kartoffeln essen? Ich weiß es nicht. Das wäre mir interessant zu wissen. Kann man 2D-Kartoffeln essen, wenn man sie malt und dann ausdruckt? Beziehungsweise wenn man sie am PC malt? Wenn man jetzt ein Bild von einer Kartoffel nimmt und sie dieses ausdruckt und Farbe schmeckt, das dann wie eine Kartoffel? Ich glaube, nein. Sehr war lustig. Da war Geld außerdem, das habe ich vorhin gesehen. Das ist kein Käfer gewesen, by the way. So, und jetzt können wir wieder unseren Speed-Käfer, Käfer auf Speed benutzen hier, um ein bisschen Geld zu farmen. Juhu! Ich glaube, an diesem Ort ist man nur ein einziges Mal im Spiel. Wirklich nur ein einziges Mal. Dabei ist das vom Optischen her ein richtig geiler Ort. Aber ich war nur einmal hier, wenn man im ersten Spiel stand. Bin mir ziemlich sicher. Also, ja, war halt dann nochmal für Hero Mode hier, aber trotzdem. Das sieht schön aus. Runter da! Kappa ins Ungewisse, war. Also, Link hat schon, also muss man ganz klar sagen. Jetzt mal ernsthaft, wer von euch würde sich das trauen, was Link hier so produziert? Ich meine, da runterzuspringen. Da muss man schon ordentlich Eier in der Hose haben. So, das habe ich gesagt. Das war keine sexuelle Anspielung. Nein, nein, nein. Das war nur eine Aussage. Und wir haben jetzt, glaube ich, die Karte von Ferron komplett. Der Floriasee. Überhaupt kein ehemaliger Abklatsch vom Hyliasee, aber pff, nein. Würden Sie ja niemals aufkommen. Strömung! No! Ich will mich umsehen. Ich darf nicht. Da war ja was. Ich erinnere mich an die Strömung. Das wollte ich nicht. Ich habe mich noch im Kopf gekratzt. Mensch, Spiel, jetzt nimmst du nicht immer gleich so ernst. So Heinrich.
Gott, schlechte Wortwitz heute. Ja, danke. Cutscene, mal wieder. Kennt man ja. Hallo. Ich mag den Style immer noch von Scarlet Sword. Na, was bist du denn? Was? Noch ein Mensch? Ich verschwinde, bevor er mich sieht. Du bist ein bisschen spät dran, mein Lieber. Wenn ich das mal gerade so anmerken dürfte. Aber in Ordnung, probier's ruhig. Das ist, by the way, kein Sora. Bevor man jetzt irgendwann mal, das ist voll der Sora, ey. Nope, das ist kein Sora, das ist, was auch immer das sein soll. Es ist aber kein Sora. Sora sieht anders aus. Also wirklich anders. Und ja, es ist weder ein süß noch ein Salzwasser Sora. Du Nervensäge, folge mir nicht weiter. Ich sage es sonst dem Wasserdrachen. Boah, wie er elegant hier durchgleitet. Oh, ist schon irgendwie elegant. Puh, du bist ganz schön weit gekommen. Das waren jetzt ganze 20 Meter. Ich beglückwünsche mich selber. Aber hier schaffst du es sicher nicht durch. Du siehst das anders, dann versuch doch mal, dich zu fangen. Okay. Er schwimmt elegant durch und wir machen es einfach kaputt. Link ist eben so ein richtiges... Ja. Richtiger Hardcore-Man. Unmöglich, ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen. Oh! Du hast eine Wasserdrachenschuppe? Wasserschuppendrache. Heißt das, du bist der Auserwählte der Göttin, von dem der Wasserdrache vor langer Zeit gesprochen hat? Wenn das so ist, kannst du dem Wasserdrachen vielleicht helfen. Mach los, Digga! Es ist vor kurzem geschehen. Eine Bande von roten Kerlen, mal wieder. Und die gemeine Anführer. Den kennen wir auch schon. Haben den Wasserdrachen angegriffen. Der Wasserdrache ist sehr mächtig und hat sie fast alle gefressen, aber es waren doch zu viele. Die Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Unser Wasser reicht nicht für das Heilen seiner Verletzungen aus. Bitte rede mit dem Wasserdrachen, ich bringe dich zu ihm. Okay, danke. Das muss irgendwie... Ich glaube, ich käme mir als puncto Wasserdrachen verarscht vor, wenn ich den Verlinkt treffen würde. Ich meine, der hat eine von unseren Schuppen. Das wäre dann nicht so toll. Also wir haben eine von seinen Schuppen in dem Fall. Aber wenn ich der Wasserdrache wäre, hätte er eine von meinen Schuppen. Das wäre... Irgendwie... Keine Ahnung, ich glaube, das käme mir so einfach von den Gedanken her recht schmerzhaft vor. Hallo, Vogelstatue unter Wasser. Was auch immer Vögel unter Wasser tun. Hätte die unten irgendwie Flugkochenstatuen aufstellen sollen. Das wäre viel epischer gewesen. Hier sollte ein Freund von mir auf uns warten, aber er ist nicht hier. Dafür versperren uns Felsen den Weg. Was machen wir jetzt? Felsen? Was kann man mit Felsen machen? Richtig! Kaputt hauen! So. Kurz umschauen. Hier sind ganz, ganz viele von den komischen Schleimbobbles. Ich spreche mal kurz die Statue an, auch wenn ich nicht speichern möchte. Hallo. Nein, ich will nicht speichern. Ich will nur das Ding registriert haben. I just want to register it. Komm. Komm. Perfekt. Das war der richtige Weg? Das war sogar auf Anhieb der richtige... Wow. Ich bin natürlich wieder Genius. Aber wenigstens weiß ich, wo der richtige Weg ist. Die Karte sagt es mir auch gerade ganz netterweise. Bald sind wir da. Da vorne wartet der Wasserdrache. Okay. Ich will aber noch den Rest anschauen. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas Interessantes für uns war. Würdest du bitte? Danke. So schwer, Link. Ne? Ich schüttel mir nie einen Ast ab und Link einfach nur so, nö, ich bin noch stunt. Du kannst mich mal. So in etwa. Der Felsen in der Mitte, den lässt sich auch noch sprengen, wenn ich mich gerade... Oh, das war nicht so ganz intelligent. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Komm. So, tschüss. Oh, Herzen. Herzen. Hallo, du. Na, wer bist du denn, wenn ich mit dir reden dürfte? Wenn ich mit dir reden... Danke. Ah, bitte vergiss mich nicht. Bist du etwa... Nein. Du suchst du den Wasserdrachen? Der Wasserdrache ist eigentlich gutmütig, aber wehe, wenn man ihn wütend macht. Aber verrate dir es niemandem sonst. Okay. Wäre auch ein bisschen ein kleiner Wasserdrache gewesen. Und ich weiß ja, wie der Wasserdrache aussieht. Das muss ein Seedraking sein. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Das würde mein Weltbild zerstören. Du. Boom. Außerdem, eine Sache stört mich immer noch an Wasserleveln, Steuerungen, etc. Du kannst so viele Leben haben, wie du willst. Wenn du ertrinkst, bist du tot. Au. Das ist leider Gottes Fakt und, naja, nicht immer das, was man in manchen Punkten als wirklich angenehm sehen könnte. Irgendwie, nee, du bist gerade irgendwie scheiße positioniert. Du bist doch schon um einiges besser positioniert. Ich gehe mal auf deine Höhe runter. Ich lasse mich auf dein Niveau herab. Aha. Oh Gott. Das war fast getroffen.
Komm, und? Das war schwer. Oh! Mensch, Link, was kannst du eigentlich? Also dumm aus der Wäsche gucken und Länder retten. Ich meine, Länder retten ist jetzt nicht so schwer. Also ich meine, ja, Mario-mäßig. Ich glaube, wenn ich jetzt angreife, dann boomt er nur. Jo, sag ich doch. Warum probiere ich es eigentlich, wenn ich schon sage? Irgendwie, ich will diesen blöden Stein absprengen dürfen, aber irgendwie darf ich nicht. Spiel lässt mich nicht. Spiel sagt nope. So, komm her, jetzt du. Du bist doch gut positioniert. Guck mich an und... Bams, dankeschön. Geld. Das war's wert. Ich meine, das ist Geld, hallo? Geld! Ich meine, was will man mehr im Leben als Geld? Keine Ahnung, soziale Kontakte, Freunde, wow, Hilfe. Das übliche halt. Also, was braucht doch ein Schwein? Ich sehe schon... Au. Hier ist schon kommen. Ich würde gerne noch ein bisschen weiterkommen. Wenn ich... Steuerung! Also ganz ehrlich, die beste Steuerung ever hat immer noch der Sora aus Majora's Mask. Wobei ich nicht weiß, ob ich die jetzt aus... Also genauer ist sie auf jeden Fall in Majora's Mask 3D, aber cooler ist sie natürlich im Majora's Mask im Original. So, jetzt hat komischer Sora abklatscht, der kein Sora ist. Wahrscheinlich irgendein Vorfahr der Sora. Manche wissen es ja nicht, es gibt ja zwei Sora-Völker. Die Süß- und die Salzwasser-Soras. Und die... Das war nicht so ganz elegant. Hier, schnell! Was? Du kannst hier nicht weiter? Ihr Menschen seid ja wirklich unpraktisch gebaut. Kommst du nicht oben drüber? Oh, doch, das will ich hin. Dolphin Jump und so. Was ich jetzt gesagt haben? Genau, Salz und Süßwasser, Soras. Das war fast gut. Salz und Süßwasser, Soras. Jetzt muss ich richtig koordinieren. Die Salzwasser, Soras sind freundlich. Und die Süßwasser, Soras sind so ein bisschen aggro. Ich glaube, der Zucker steigt ihnen zu Kopf und deswegen sind sie voll kacke drauf. Fantastisch! Nein, nicht du! Schließlich ist dir das nur dank der Wasserschuppe gelungen. Dankeschön, du bist herzallerliebst! Hat das hier schon mal einer gesagt? Nein? Ja, ich kann es verstehen, warum. Ah, Hilfe. So, ich würde gerne da hoch. Also oben drauf im besten Fall. Danke. Wunderbar. Hier seien Vogelstatue ich ansprechen und dann... Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Legend of Zelda Skyward Sword, wenn wir uns weiter... Gilt das noch als Floriasee? Das ist nicht die Karte. Das ist die Karte. Ja. Ja. Okay, wenn wir uns weiter den Floriasee, ist zwar kein See mehr, aber egal. Anschauen, Link, hör auf die Vogelstatue anzugucken, wie so ein Bekloppter. Genau. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Bis dahin. Lass das Schild stecken, Link. Ich habe nichts getan, ich hätte nur meine Hand gehoben. Bis dahin und ciao.